Im Zeichen der Voll- und Überbeschäftigung sind die Frauen heute zu einem unentbehrlichen Faktor der deutschen Wirtschaft geworden. In der Bundesrepublik sind gegenwärtig etwa 9,4 Millionen Frauen erwerbstätig. Damit sind 39% der Berufstätigen Frauen. In West-Berlin ist der Anteil der erwerbstätigen Frauen mit 43% noch höher. Nach Artikel 3 des Grundgesetzes sind bei uns Männer und Frauen gleichberechtigt. Wie sieht diese Gleichberechtigung in der Praxis aus? Die Gewerkschaften beklagen, dass die berufstätigen Frauen in überwiegendem Maße nur zum Fußvolk der Wirtschaft gehören. Bei den Angestellten sind in den unteren Gehaltsgruppen fast nur Frauen zu finden. In den mittleren Einkommensgruppen dominieren schon die Männer und in den oberen Gehaltsgruppen besitzen die weiblichen Wesen Seltenheitswert. Bei den Industriearbeiterinnen ist dieses Verhältnis nicht viel anders. Hier stellen die Frauen das Gros der Hilfs- und angelernten Arbeiterinnen. In der Fertigungsabteilung eines bekannten Röhrenwerkes werden die Arbeiterinnen in 14 Tagen mit dieser Tätigkeit vertraut gemacht. Nach 12 Wochen können sie bereits im Akkord arbeiten. Die Mehrzahl dieser jungen Arbeiterinnen kommt aus anderen Berufen. Ehemalige Verkäuferinnen, Friseusen und junge Mädchen, die die Lehre abgebrochen haben, reizte die regelmäßige Arbeitszeit und der ansprechende Verdienst. Für diese Arbeitsvorgänge, bei denen es im Wesentlichen auf gute Sehkraft und große Fingerfertigkeit ankommt, werden die Arbeiterinnen in sogenannte Leichtlohngruppen eingestuft. Gegen diese Lohngruppen, in denen sich fast nur Frauen befinden, richtet sich die Kritik der Gewerkschaften. Sie betrachten es als eine Ungerechtigkeit, dass die Tarifsystematiker vorwiegend nur die Muskelkraft bewerten. Die Gewerkschaften fordern eine neue Arbeitsbewertung und die Streichung der Leichtlohngruppen. Im Bundesdurchschnitt gesehen verdienen die Industriearbeiterinnen nur 67% der Männerlöhne. Eine ausgesprochene Frauendomäne ist das Berliner Bekleidungsgewerbe. Von den 60.000 Beschäftigten dieses Industriezweiges sind 90% Frauen. In diesem modernen Betrieb der Damenoberbekleidungsindustrie werden in der Hauptsache angelernte Kräfte beschäftigt. In diesem Industriezweig gibt es keine Leichtlohngruppen. In West-Berlin waren Ende 1964 von den Lehrlingen, die einen ordentlichen Lehrberuf anstrebten, nur 35,6% weiblich. Bei den Anlernlingen stellte das weibliche Geschlecht dagegen 92,8%. Ein Ausscheiden der Frauen aus dem Wirtschaftsprozess wäre heute nicht mehr möglich. Das Deutsche Industrieinstitut, das die Meinung der Arbeitgeber publizistisch vertritt, hat ermittelt, dass die allgemeine Kaufkraft jährlich um rund 50 Milliarden sinken würde, wenn die Frauen plötzlich die Arbeit niederlegen würden. Die Frauenarbeit wird aber von der Mehrzahl der Männer und Frauen für ein notwendiges Übel gehalten. Eine Meinungsumfrage hat ergeben, dass 72% aller Männer und 68% aller Frauen es nicht für normal halten, wenn Frauen in Büros oder Fabriken arbeiten. Hier kommen zweifellos noch überholte gesellschaftliche Ansichten über die Stellung der Frau zum Ausdruck. Viele Frauen betrachten den Beruf eben nur als Übergangsbasis zur Ehe. Sie wollen schnell Geld verdienen und das geht meist auf Kosten der Ausbildung. Die Gewerkschaften setzen sich für eine Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten der Frauen ein. Die Frauenreferentin des DGB, Maria Weber, hat dafür die Formel geprägt: Ausbildung ist wichtiger als Aussteuern. In diesem Berliner Unternehmen der Süßwarenindustrie besteht die Belegschaft zu 73% aus Frauen. Auch in der Süßwarenindustrie wird im Lohngruppenkatalog zwischen körperlich schwerer und leichter Arbeit unterschieden. Diese Arbeiterinnen, die eine Pralinenwickelmaschine bedienen, erhalten einen niedrigeren Tariflohn als ein Transportarbeiter oder als ein männlicher Kollege, der den Hof fegt. Die Süßwarenindustrie behauptet jedoch, finanziell nicht in der Lage zu sein, eine generelle Umgruppierung der Frauen durchzuführen. Es ist heute unbestritten, dass es in einer modernen Industriegesellschaft ohne die Mitarbeit der Frauen nicht mehr geht. Dieser Tatsache müsste auch der Gesetzgeber in stärkerem Maße Rechnung tragen. Neben einer besseren Ausbildungsförderung gehört dazu auch ein erweiterter Mutterschutz. Darüber hinaus sollten auch die männlichen Kollegen den weiblichen Mitarbeiterinnen mehr Respekt und Anerkennung zollen. Die Frauenarbeit wird immer mehr zunehmen.
Die Berufsstatistiker haben errechnet, dass in 10 Jahren mehr Frauen berufstätig sein werden als Männer. In dieses Bild passt die Rolle der Frauen als Fußvolk der Wirtschaft einfach nicht mehr hinein.